Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit... Hi, ich bin Malte von A Dream of Sea und stehe heute am Stand von Nine Springs und Paul's Prime. Super, wir sind jetzt hier in Kiel auf der, ich glaube, 16. Whisky-Messe hier in Kiel. Es kommt auch das 17., ich bin noch nicht, 16. Und wir werden hier miteinander reden, in person. Bisher war alles dann über nur Hangouts und so weiter, das finde ich ganz toll. Ja, wie kam es dazu, dass du überhaupt mit Whisky angefangen hast, Malte? Oh, das ist schon Jahre her, wirklich, wirklich. Jahrzehnte bei uns, ja? Bald ein Jahrzehnt. Ich bin ja noch relativ jung und das war durch Zufall, es war reiner Zufall. Ein Freund wollte eine Flasche bestellen und brauchte noch jemanden, der mitbestellt, um das Porto zu sparen. Ganz simpel. Ja, und dann, wahrscheinlich Student damals, hat man da jeden Pfennig oder Cent damals drauf geachtet. Ja, ganz genau. Und da habe ich mir tatsächlich als erste Flasche ein Laphroaig 10 Jahre bestellt. Oh, das war für mich nichts. Ja, ich fand's cool. Zum Glück. Also das war Zufall, dass der mir dann geschmeckt hat. Heutzutage trinke ich den gar nicht mehr. Okay, ist gar nicht mehr so mein Geschmack jetzt. Ja. Und so hat sich das entwickelt. Super. Einfach ein paar Jahre wirklich reiner Genießer und dann jetzt seit anderthalb Jahren, ein bisschen länger mittlerweile halt als Blog, als YouTuber. Also vielleicht habe ich dazu beigetragen mit einem YouTube, wer weiß. Hast du definitiv, weil ich hatte das überlegt, ob ich einen Blog mache oder ob ich YouTube mache und habe mich dann für den Blog entschieden. Und du hattest mich dann für das... Ein Livestream habe ich dich eingeladen, Sonntagabend, 21 Uhr, jede Woche. Ganz genau. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und jetzt mache ich einfach beides. Super, das finde ich auch ganz gut. Nun, du hast jetzt hier etwas vom Nine Springs. Ich habe das noch nicht vor der Kamera gehabt. Ein Sample liegt bei mir zu Hause irgendwo herum. Erzähl mal ein bisschen dazu, was du da im Glas hast. Ja, Nine Springs ist eine deutsche Brennerei aus Worbis, Leinfelde. Das ist so Thüringen, Harz, Göttingen, die Ecke. Ja. Also nie weit weg vom Glen Ells eigentlich. Nein, um die Ecke. Oh Mensch, ich war gerade da. Hätte ich auch eigentlich vorbeischauen können. Hättest du. Und das ist eigentlich eine Brauerei. Und wenn sich Brauer mit einer Sache auskennen, dann ist es Malz. Ja. Und die haben sich vor, lass mich lügen, fünf Jahre ist es, glaube ich, mittlerweile, haben die angefangen, Whisky zu brennen auf einer Brennblase, auch auf schottischem Vorbild, also nicht so diese Obstler-Brennblase. Und die starten jetzt gerade richtig durch. Ich habe jetzt die Standardabfüllung, den Triple Cask im Glas. Das ist immer ein Small Batch. Das hier ist Batch Nummer 5. Also Triple Cask heißt was genau? Das heißt, ein Batch ist Ex-Bourbon, Ex-Sherry und Bordeaux. Ah, okay. Und es sind wirklich immer nur drei Fässer. Ja. Also ein Batch sind wirklich nur diese drei Fässer. Okay. Und der ist auf 45% verdünnt und wirklich gut für einen jungen deutschen Whisky. Ja. Wirklich ein solider Malt. Und die sind jetzt massiv am Ausbauen, haben mit Investoren ein Schloss gekauft, wo sie jetzt so eine Whisky-Experience aufbauen. Oh, okay. Und das soll Ende des Sommers, September, glaube ich, losgehen. Und dann wird so eine richtige Destination für Whisky-Fans werden. Eine Mekka für uns. Nicht nur Kloppenburg, da mit Lüppehaus, sondern auch dann jetzt hier da im Harz. Super, schön. In der Zukunft, worauf kann man sich freuen? Entweder privat oder jetzt hier bei Nine Springs? Ja. Also meinen Blog schreibe ich jede Woche mindestens, jeden Sonntag zu einem Whisky eine Verkostung. Das wird auch so bleiben. Ich bin im Sommer in Schottland für 2 Wochen. Das heißt, da kommt dann ganz viel Schottland-Content. YouTube, wie es passt, das Whisky-Quiz, wo du ja auch immer mitmachst. Hey, the King of Whisky, 3 Wochen hintereinander. Das fand ich cool. Ja, da bin ich die neue Folge noch schuldig. Genau, das läuft alles so seinen gewohnten Gang. Da ist jetzt nicht geplant, das Groß noch weiter auszubauen. Wir sind gerade am Überlegen, noch einen Podcast zu machen. Das ist aber noch nicht spruchreif eigentlich. Also vielleicht kommt da noch was. Und bei Nine Springs, ja, die bauen ihre Kapazität aus, machen sehr viele Einzelfassabfüllungen und halt dieses Riesenprojekt mit dieser Whisky-Burg. Wow, super. Das reicht, glaube ich, auch. Das reicht glaube ich, auch. Gut, Whisky Jason hier, Whisky auf der Kieler Whisky Messe 2018 zusammen mit Malte von A Dream of Sea. Ciao. Tschüssi.